jeder hat seine eigene Rolle, ist natürlich auch im Mittelfeld große Verantwortung. Dem habe ich mich seit Monaten und Jahren jetzt hier stellen können und dürfen. Das ist für mich ein Stück weit auch mit Stolz verbunden. Ich versuche die Rolle mit viel Leidenschaft und mit viel Herzblut auszufüllen und freue mich einfach, dass ich seit Wochen jetzt gesund bin. Die Euphorie im Umfeld, die ist immer enorm groß in Frankfurt. Das, glaube ich, sollte man einfach in positive Energie umsetzen. Und dann kann man da wirklich auch viel immer wieder ins Spiel reinnehmen. Ich glaube, ein Fan darf gerne auch mal ein bisschen träumen. Wir Spieler sind uns aber bewusst, dass nicht nach 6 Spielen abgerechnet wird, sondern erst am Ende. In erster Linie muss ich auch meine Aufgaben erfüllen als Spieler. Dennoch ist man als Kapitän da noch mehr eingebunden, auch im Bindeglied zum Trainer. Und man versucht einfach immer eine gute Stimmung mit reinzubringen, jeden Spieler mit ins Boot zu ziehen, weil wir sind uns schon auch bewusst, dass eine Mannschaft nicht nur aus 11 Spielern besteht, sondern wirklich über 20. Und da versucht man einfach immer wieder zu zeigen, aufzuzeigen, dass jeder Spieler wichtig ist. Der Pirmin ist zweifellos eine wohl auch spielbestimmte Persönlichkeit und ist in der Mannschaft sehr angesehen. Ist für mich mit dem kleinen Rode und wie erwähnt mit dem Trapp die wichtigste Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft. Und er setzt auch zweifelsohne sehr, sehr gut um und kommt auch bei den Kollegen an.